Wir haben Mai und jetzt beginnt wirklich die Hauptpflanzzeit. Es ist noch eine ganze Menge auszusäen und genau das ist das Thema dieses Videos. Wir zeigen euch heute, was Marcel in seiner Gärtnerei in den nächsten Tagen und Wochen, also im Mai, auspflanzen und aussäen wird. Und das zum einen im Freiland als auch hier in den Gewächshäusern. Wenn ihr euch nur für eine Kultur interessiert, das Video ist untergliedert, da könnt ihr direkt zum entsprechenden Thema hinspringen. Wir empfehlen trotzdem, schaut euch das ganze Video an, denn Leute, die schon länger zuschauen, wissen, dass gerade der Marcel schon mal in einem Nebensatz einen besonders wertvollen Gärtnertipp abgibt, den man sonst nicht so einfach woanders bekommt. Dann fangen wir direkt mal mit den Kartoffeln hier an. Und deine Kartoffeln, die sind wirklich schon schön vorgetrieben. Müssen die das? Oder das muss nicht unbedingt sein, aber es geht ein bisschen schneller dann anschließend bis zur Ernte. Ja. Du hast ja hinten den ganzen Acker, da ist jetzt noch gar nichts. Hast dir aber eine neue Maschine geholt, um Dämme zu machen. Genau. Kann man in Dämme setzen, muss man aber nicht. Man kann sie auch direkt in den Boden, so ungefähr 5 cm tief. Ja, nicht zu tief und dann anschließend anhäufeln. Und ja, also es ging natürlich auch tiefer, aber dann habe ich beim Ausbuddeln viel mehr Arbeit. Okay. Deshalb. Kann die noch Frostschäden nehmen oder würdest du sagen, das ist jetzt relativ also sicher? Also ich glaube, wenn man jetzt steckt, das Thema ist gegessen. Selbst wenn es mal passiert, also der Trieb, der oben raus ist, der kann natürlich Schaden nehmen, ist ein kleiner Schaden. Unten die Knolle, was in der Erde ist, ist normal in Ordnung, wächst wieder nach. Wie würdest du die Erde vor der Pflanzung behandeln? Lockern, düngen? Genau, möglichst lockern, wenn man in den Vorjahren schon ein bisschen Humus eingebracht hat. Das ist ja auch ein besseres Krümelgefüge dann. Das hilft alles. Das ist eigentlich schon alles. Und düngen? Düngen auch, klar. Entweder vorher einarbeiten und dann mit dem Aufhäufeln oder aber, was ich auch oft mache, wir machen erst die Dämme und streuen dann den Dünger einfach oben auf den Damm. Dann sickert das mit der Zeit ein. Jetzt geht es um Wurzelgemüse, also Möhre, Pastinake und Wurzelpetersilie. Kann man, glaube ich, von der Aussaat her so in einem Atemzug nennen. Das sind keine großen Unterschiede. Keine großen Unterschiede. Wichtig ist dabei wirklich, dass eine Direktsaat erfolgt, weil das ja, sind ja lange Wurzeln, die dann zur Rübe werden. Und wenn die dann verpflanzt wird, pikiert wird, dann wird die beschädigt gehabt. Und dann bekäme man kurze Rüben mit ganz vielen Beinen anschließend dran. Ist ja nicht so erwünscht. Mhm. Was man gegen diese Beinigkeit natürlich machen kann, ich hatte es auch schon ein paar Mal erwähnt, entweder man lockert den Boden tiefgründig, so lange wie man die Möhre haben will, oder man setzt die komplett auf verdichteten Boden. Soll wohl auch funktionieren, hat mir mein Bauer, ein Landwirt gesagt. Also entweder oder. Mhm. Entweder ein gleichmäßig dichter Boden oder ein gleichmäßig lockerer, wobei ein lockerer Boden natürlich besser ist. Dichter Boden ist was anderes als verdichtet. Verdichtet, okay. Ja. Aber jetzt nicht irgendwie an der Oberfläche 10 cm rumkratzen und darunter ist es dichter, dann teilt die sich wirklich auf. Sondern wirklich gleiche und Dichte. Und halt Direktsaat nicht pikieren. Dann sag doch mal was zu der Aussaat. Gerade beim Möhren, gehst du da Korn für Korn für Korn oder machst du erst so und verziehst die dann hinterher? Ja, also Möhren sind ja extrem klein. Also Pastinake wäre jetzt was anderes, da kann man wirklich ein Korn anfassen. Aber Möhre und Petersilie auch, nicht ganz so krass, aber sind ja wirklich sehr kleine Körnchen. Wenn man da wirklich Korn für Korn machen wollte, also ja, wir haben Saatmaschinchen, wo das immer was rausschmeißt, aber man kann halt von Hand auch so mit zwei Fingern so ein bisschen in die Reihe reinstreuen. Oder man nimmt sich ein Blatt Papier, knickt das Saatgut drauf und dann kann man immer so ein bisschen gegentackern und lässt ein bisschen das runterrieseln. Aber trotzdem ist es ja am Ende nicht so, dass du Möhre, 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 Möhre. Ist das egal? Also können da ruhig ein paar nebeneinander? Oder? Es können, wenn es nicht zu viel ist, können auch mal zwei, drei direkt nebeneinander stehen. Da passiert eigentlich nichts. Nur wenn natürlich jetzt auf kleiner Fläche 10, 15 Stück sind, dann würde ich ein paar rausziehen. Das kann schon passieren, wenn ihr die Saatrille macht, legt das Saatgut ab und gießt dann zu heftig. Vielleicht nicht mit dem Brausekopf, sondern direkt mit dem Strahl, dass das Saatgut dann zusammengeschwemmt wird. Und dann kommt es raus und dann muss man sich entscheiden, was macht man dann jetzt, wenn man so eine dichte Stelle hat. Also man kann sie eigentlich nur verwerfen, dann rausreißen, weil Umpflanzen wird nicht gut funktionieren. Ja, da haben wir eben gesagt, dann kriegen wir diese gekappten Wurzeln, dann gibt das Ganze nichts. Jetzt artverwandt hier der Sellerie. Den hast du vorgezogen, der ist jetzt hier in Presstöpfchen. Genau. Muss aber nicht in Presstöpfchen, kann man auch in Multitopfplatten oder wie auch immer. Direktsaat
oder würdest du schon das hier empfehlen? Also Direktsaat wäre möglich, aber normalerweise Sellerie macht man ja nicht wie bei Möhren, dass man ein paar hundert aussät, sondern das sind dann eher ja Einzelstücke. Von daher würde ich die vorziehen. Mhm. Und dann, ja. Wann fängt man da mit der Voranzucht an und könnte man das jetzt immer noch machen? Das kann man immer noch machen. Also das ist jetzt, die sind jetzt circa 4 Wochen alt. Das kann man immer noch machen. Das ist jetzt Knollensellerie. Der braucht ja nachher auch eine ganze Weile, um zu wachsen. Also würde ich vielleicht maximal bis Anfang Juni oder so machen, dass er noch nachher noch Zeit hat, die Knolle zu bilden. Schnittsellerie ist was anderes. Den kann man eigentlich fast bis in den Sommer rein noch machen. Wenn man solche Pflanzen hat, und solche Pflanzen bekommt man ja schon in den Gartencentern seit 1,5 oder 2 Monaten. Da sehen die aber genauso aus. Mhm. Gilt aber für einige von den Sachen. Hätte man die jetzt zu früh rausgesät, die wären vielleicht nicht erfroren, trotz Frost, aber ja, das Vernalisation. Ist das, genau, das Thema Vernalisation. Das heißt also, es gibt Pflanzen, die sagen, wenn ich jetzt eine gewisse Kälte abbekommen habe, das ist für mich das Zeichen, es ist Winter. Und nach dem Winter, normalerweise im zweiten Jahr, gehen die in die Blüte. Wollen wir nicht. Das wäre in dem Fall sehr ungünstig, weil dann bildet die keine Knolle, die Möhre bildet keine Rübe, sondern es geht dann alles direkt oben ja, in die Blüte rein, die ganze Kraft, und Petersilie genau das Gleiche. Bei Zwiebeln schon gesehen, bei Rote Beete schon gesehen, genau. Ganz viele Sachen. Also da lieber ein bisschen länger warten oder vielleicht mit dem Vlies abdecken. Es ist nicht immer so kritisch. Also einige kennen das Wort Vernalisation ja nur durch dich hier oder durch diese Videos und haben jetzt wirklich Angst und sagen, okay, ich kann das ja dann erst zu den Eisheiligen rauspflanzen. Ja. Aber ganz so schlimm ist Nein, es nicht. Es ist auch oft so, dass die Pflanzen, du hast gerade gesagt, Zwiebeln. Also wenn Zwiebeln, es gibt ja auch Zwiebeln, die werden im Herbst gesät und da passiert auch nichts. Oder die Steckzwiebeln vom Herbst. Wichtig ist, dass die Pflanze noch nicht so groß ist. Also so, wenn man jetzt sich Steckzwiebeln aussucht, nicht die dicken nehmen, sondern lieber kleine. Okay. Einmal hat man ja mehr, wenn man einen Pfund kauft oder ein halbes Pfund. Und die kleinen sind noch nicht so empfindlich für Vernalisation. Und das gilt auch für kleine Jungpflanzen von anderen Sachen. Und es ist nochmal ein Unterschied, ob man die früher aussät. Also hier zum Beispiel Petersilie. In dem Fall auch in Presstöpfen. Hätte ich die schon vor einem Monat gesät, wäre die Chance groß, dass die bald anfangen zu blühen. Genau. Hätte ich sie vor einem Monat ausgesät, die hätten auch schon rauskommen können, dann wäre denen wahrscheinlich nichts passiert. Genau, dann sind die auch noch viel kleiner. Also die sind ja vorgezogen und dadurch auch die Pflanze schon wieder größer. Speziell bei Petersilie habe ich die Beobachtung gemacht, die glatte, also die italienische, da hat es bei uns schon mal gereicht, dass wir im Juni einige kalte Tage hatten. Dann ging die anschließend in die Blüte. Eine Südländerin, ein bisschen kalt, war Winter, jetzt blühen. Während die Krause, also die hier unsere Mooskrause, die hat das nicht gehabt. Die braucht einen härteren Winter, damit sie loslegt. Nächste Pflanze, Rucola oder Salatrauke. Tolles Ding, wächst auch im Winter teilweise im Gewächshaus, also schon für als Winterpflanze im Hinterkopf haben. Aussaat möglich und Pflanzung möglich. Ist auch keine große Sache. Also sie geht auch relativ gerne mal in Blüte, deshalb würde ich auch immer mal wieder ein paar Sätze machen. Also nicht nur einmal aussäen, sondern öfters. Rote Beete oder gelbe Beete, geringelte Beete, wie auch immer. Ist zwar ein Wurzelgemüse oder gilt als Wurzelgemüse, aber im Gegensatz zu, was hatten wir eben, Möhre oder Pastinake, kann man die relativ gut vorziehen und dann direkt auf Abstand so ins Beet setzen, wie man das haben möchte. Genau, es liegt ja daran, also die Knolle davon wächst ja eigentlich mehr an der Erdoberfläche oder über der Erde. Das heißt also, der Teil, den man eventuell kappt, ist ein Wurzelteil, was weiter unten ist. Also da kommt es nicht dann zu einer Vielbeinigkeit oder so. Noch ein Tipp zur roten Beete, wenn ihr jetzt vielleicht gar keinen Platz dafür habt und denkt euch, okay, rote Beete ist für mich so eher so ein Gemüse für den Herbst oder für den Winter. Ihr könnt das auch in Sätzen oder erst später damit anfangen bis, was meinst du, so Ende August? Etwa August, hängt ein bisschen von der Region ab, aber wenn ich jetzt im August sähe, dann kriege ich immer noch so Teile raus und wir lassen sie sogar über den Winter dann stehen und ernten dann immer weg, was wir brauchen. Wenn man den Platz hat und sonst nicht was, dann könnte man die auch wunderbar hier in so ein Gewächshaus oder Folientunnel setzen und dann werden die auch noch ein bisschen größer. Kommen wir jetzt mal zu Lauch bzw. Porree, was ja dasselbe ist. Und du hast schon ein bisschen was vorgesät, ne? Die sind auch schon ganz ordentlich. Genau, also den Sommerporree vor allem haben wir schon gemacht. Der müsste jetzt auch so langsam mal gepflanzt werden, weil er über den Sommer ja geerntet werden soll.
Der steht schon so hoch eigentlich da. Okay, und der Winterporree? Winterporree haben wir auch schon gemacht, aber der hätte auch noch ein bisschen Zeit, also könnte man jetzt auch so langsam. Könnte man jetzt auch noch aussehen? Ja. Das Auspflanzen im Freiland vom Porree, der kann ja auch dann sehr schnell in die Blüte im ersten Jahr gehen, mhm, durch Vernalisation. Ist da jetzt noch die Gefahr da, oder? Also ich denke jetzt nicht mehr. Mhm. Und gerade wenn jetzt die Pflänzchen noch was kleiner sind, sollte nichts passieren. Gut, dann bekommt man ja immer den Tipp, nimm die Porree-Pflanze und schneide, bevor du sie pflanzt, unten die Wurzel ein bisschen ab und oben vielleicht das Laub. Machst du da irgendwas von, wenn du sie pflanzt? Ja, kann man ohne weiteres machen. Das Ganze lässt sich ein bisschen leichter handeln. Die Pflanze steht, also wenn die oben gekappt ist, steht sie ein bisschen stabiler, ohne dass sie jetzt irgendwie runterhängt und nachher im Matsch hängt. Und wenn die Wurzeln gekappt sind, lassen sie sich einfach leichter einpflanzen, als wenn die dann da noch so im Loch da rumhängen, wieder nach oben zeigen. Und du machst das echt bei allen zigtausend Porree-Pflanzen oder machst du es nicht? Doch, also wir gehen die schon vorher durch. Pflanze für Pflanze wird dann einfach jetzt nicht geschnitten, sondern einfach mit den Fingern, mit dem Daumennagel wird einfach kurz was abgeknippt. Und jetzt machen wir mal einen kurzen Exkurs zu etwas, was wir euch unbedingt zeigen wollen. Geht jetzt nur zu der Jahreszeit, und zwar deine Paulownia. Ja. Die Blüten hier, die ihr gerade seht, Wahnsinn. Da bin ich extra hier in der Dämmerung mal hingefahren, weil ich hier diese Gegenlichtaufnahmen haben wollte. Blauglockenbaum, ne? Genau, richtig. Wächst sehr, sehr schnell, diese Pflanze. Also passt auf, bevor ihr euch die in den Garten setzt. Kriegt riesengroße Blätter, also richtig beeindruckend. Sieht echt super aus. Aber braucht Platz. Was ich hier habe, das ist eine Gurkenpflanze. Zwei Stück in einem Topf. Sehr schön gewachsen. Dafür ist es allerdings im Freiland noch viel zu früh. Egal, ob das jetzt solche Salatgurken sind oder diese Einlegegurken. Noch nicht machen. Ja, oder? Die sind schon recht frostempfindlich. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Lieber noch ein bisschen warten. Was ist denn bei Gurken mit Direktaussaat? Habe ich noch nie versucht, aber das müsste ja eigentlich das auch klappt auch ganz gut. Das könnte man dann, okay, jetzt wieder dieses Jahr vielleicht nicht, aber normalerweise ab Anfang Mai so langsam starten, also wenn es warm genug ist, bis sie dann gekeimt sind, bis sie dann aus dem Boden raus sind, haben wir etwa die Eisheiligen, sollte das Ganze funktionieren. Aber wenn man es dann wirklich Mitte Mai oder gar erst Ende Mai macht, auch kein Thema, könnte man machen. Gurken ins Gewächshaus, das geht jetzt schon eigentlich einen halben Monat. Das geht schon ein bisschen länger, ja. Düngung von Gurken. Gurken bilden ja unglaublich viel Blattmasse, ist immer ein guter Indikator dafür. Die brauchen Stickstoff, und zwar eine ganze Menge. Ordentlich was mit ins Pflanzloch geben, vermischen, wie immer halt, oder? Ja, also nur ins Pflanzloch, da ein bisschen Gefahr, dass das Ganze verbrennt. Also wenn wirklich ein großes Loch machen oder vorher auf dem Beet generell einarbeiten, den Dünger. Dann ist schön gleichmäßig verteilt. Oder wenn man es ins Pflanzloch gibt, dann wirklich reingeben und dann nochmal richtig mit der Erde, die drumherum ist, schön durchmischen. Dass also der Dünger nicht zu konzentriert an der Wurzel ist. Die Zucchini. Erster Tipp, pflanzt nicht zu viele davon oder versorgt eure Freunde und Familie damit. Ich hatte letztes Jahr, keine Ahnung, 8 Pflanzen damit, und das war eine ganze Menge. Aber ich habe auch ordentlich verschenkt. So ähnlich wie bei der Gurke, ne? Jetzt ist noch zu früh fürs Freiland. Wartet bis Mitte Mai, schaut euch die Wetterlage bei euch an. Soll es noch mal irgendwas an Frösten geben, pflanzt ihr da. Und ganz ehrlich, es macht wirklich nichts, ob ihr die 2 Wochen vorher oder später macht, weil die kommt so schnell. Kommt nachher so schnell. Direktsaat wäre auch wieder möglich. Gefahr bei der Direktsaat ist natürlich immer so ein bisschen, dass Mäuse, Schnecken, Krähen, irgendwas kommt und das Ganze dann wegfrisst. Von daher ist die Voranzucht generell ein bisschen sicherer. Also ist jetzt hier so ein Pflänzchen für eine Krähe oder eine Taube nicht mehr so attraktiv, oder eine Schnecke wird so ein ganz zartes also Pflänzchen? Also Schnecke könnte die noch ohne weiteres weghauen, weil die fressen gerne mal an dem Stiel, der gerade wo sie aus dem Boden rauskommt. Mhm. Und dann geht die Pflanze auch kaputt, obwohl sie dann hier 99% überhaupt nicht angerührt hat. Aber Krähen und Mäuse, denke ich, gehen da nicht mehr dran. Dritte artverwandte Pflanze, der Kürbis. Auch wieder hier 2 in einem Töpfchen, macht gar nichts. Dann wächst eine nach da, die andere nach da. Hier auch nicht versuchen, den irgendwie zu trennen, und das könnte... Nein, also trennen würde ich nicht. Wenn man wirklich meint, es ist zu viel, dann lieber eine rausschneiden. Weil wenn man trennt, dann beschädigt man Wurzeln. Von beiden. Und Gurken, Melonen, aber auch die Kürbisgewächse sind ein bisschen empfindlich für. So, jetzt sagt man kann ja sowohl Zucchinis, Gurken als auch Kürbis direkt in Kompost reinsetzen. Oder ist der eine Gurken eher empfindlicher? Ich
Also es hängt schon stark vom Kompost ab. Mhm. Also Gurken sind extrem empfindlich, wenn da jetzt zu viel ist. Kompost hat ja, weiß gar nicht, wo es herkommt, aber sagt man oft, ein bisschen zu viel Salze drin. Mhm. Ja, also vorsichtig. Also ein guter, lang abgelagerter Kompost, denke ich mal, ist nicht so schlimm. Wenn alles noch ein bisschen frischer ist, aufpassen. Kommen wir jetzt mal zum Salat. Verschiedene Formen und Farben. Hier ein schöner roter, nimm mal bitte. Dann hier ein grüner, das ist ein Eichblatt, müsste das sein. Ja, der ist ja schon eine ganze Zeit hier in der Erde bei dir. Den hast du ausgesetzt. Wie alt sind die Pflänzchen? Genau, also die hier dürften so 5-6 Wochen sein. Also die sind jetzt, wird jetzt höchste Eisenbahn, dass sie ausgepflanzt werden. Diese noch mal 2 Wochen älter. Da haben wir quasi diese Jungpflanzen von den Würfeln in eine Palette, eine Topfpalette gesteckt und ein bisschen Erde rein und einfach die Würfel oben drauf gestellt. Dadurch haben wir jetzt aus hier so einer kleinen Zwölferschale so eine große Zwölferschale gemacht. Die Pflanzen sind so groß, wenn wir die jetzt auspflanzen, 2 Wochen, höchstens 3 können wir ernten. Was würdest du denn jetzt zur Düngung von Salaten sagen? Also sich eher so ein Mittelzehrer, ist kein richtiger Starkzehrer, oder? Genau, also man kann natürlich mit viel Dünger riesengroße, schöne Köpfe produzieren. Aber das ist dann auch wieder die Frage des Nitrats, das nachher dann im Erntegut drin ist, möchten wir auch nicht ganz so haben. Also es soll schon gut wachsen, aber auch nicht übertreiben. Dann haben wir hier sehr, sehr schönen Fenchel und zwar auch eine ganze Palette voll. Ja, der sieht echt klasse aus. Knollenfenchel? Das ist Knollenfenchel, richtig. Sag mal was dazu. Jetzt noch aussäen, wann hast du den ausgesät, wann ins Freiland? Also den Knollenfenchel kann man eigentlich auch im Prinzip das ganze Jahr machen. Im Sommer ist es ein bisschen kritisch, denn wenn er dann bei der Hitze geht, er gerne schnell auch in die Blüte hoch. Also vielleicht ein bisschen eine kleine Sommerpause einlegen. Aber kann man noch relativ lange, wir haben zum Teil im Folientunnel wunderbar überwintert, mhm, ist dann im Frühjahr weitergewachsen. Eigentlich eine schöne Sache, einzige Geschichte halt im Sommer, wenn es so richtig heiß ist, dann schießt er gerne durch. Aber ja, relativ einfach in der Anzucht. Wir haben sie jetzt in Multiplatten, einzelne Körner immer ausgelegt und werden jetzt gepflanzt und geht dann auch relativ zügig nachher. Wie düngst du den? Mittel, viel, wenig? Ja, das ist so ein Mittelzehrer auch. Der hat jetzt ein bisschen Dünger hier in dieser Erde gehabt, aber wenn er ausgepflanzt ist, kriegt er auch noch mal ein bisschen. Und wenn ihr jetzt sagt, was erzählen die uns da die ganze Zeit von Mittelzehrern, Schwachzehrern, Starkzehrern? Wie dünge ich denn jetzt mit meinem Dünger? Das können wir euch erstmal nicht sagen, weil wir ja nicht wissen, welches Produkt ihr da habt. Aber ja, also wenn eine gute Gebrauchsanweisung dabei ist, dann stehen so ein paar Beispielkulturen. Also man kann, die können natürlich nicht jede einzelne Kultur aufzählen, aber so ein paar Beispielkulturen und dann steht dann drauf pro Quadratmeter 20 Gramm, 50 Gramm, 75 Gramm. Da kann man sich so ein bisschen dran orientieren. Aber du hast mal gesagt, die Hersteller sind natürlich vorsichtig, dass es nicht überdüngt wird und irgendwelche Schadensersatzanforderungen dann kommen. Deshalb nimmst du ein bisschen mehr noch vielleicht. Ja gut, da ist ein bisschen, bei mir ein bisschen mehr Erfahrung mit drin. Generell würde ich erstmal empfehlen, sich nach der Gebrauchsanweisung zu richten, was da drauf steht. Und dann aber auch die Pflanze beobachten, dass man einfach guckt, ja, wie sieht sie aus, wie ist das Blatt, ist es immer noch blassgrün, 14 Tage nach der Düngung, dann vielleicht noch ein zweites Mal hinterher. Was auch immer gut geht, ist diese Angabe, die die machen, zu splitten. Also nicht an einem Termin, sondern an einfach die Hälfte zu nehmen und an 2 Terminen zu geben. Mhm. Und eventuell das Ganze nochmal an einem dritten Termin nochmal nachzuschieben, wenn es immer noch so aussieht, als ob es nicht reicht. Jetzt sind wir schon bei den Kohlarten angelangt und da gibt es wirklich eine ganze Menge und ich sage jetzt immer den Namen dazu, mhm, und du sagst so die wichtigsten Aspekte für den Anbau. Fangen wir mit dem Spitzkohl an, kann der jetzt ins Freiland? Der kann jetzt ins Freiland. Konnte der auch schon vorher raus? Der konnte auch schon ein bisschen früher raus. Und was ist mit Aussaat jetzt noch? Kann man auch noch mal aussehen. Spitzkohl geht ja relativ schnell, mhm, also kann man den noch eigentlich bis in den Sommer rein noch mal. Dann Weißkohl und Rotkohl. Ist ein Unterschied oder kann man es in einem sagen? Das kann man in einem sagen, das ist ungefähr gleich. Also der sollte jetzt so langsam mal im Boden sein oder mhm, wenn aussäen, dann aber ganz flott. Weil er, um einen großen Kopf zu bilden, relativ lange braucht. Also
ernte irgendwann dann im Herbst. Und je kürzer die Wachstumszeit ist, klar, funktioniert noch, aber umso kleiner werden die Köpfe. Wobei ich so einen kleinen Kopf auch manchmal ganz nett finde, einfach mal für einen Krautsalat zwischendurch. Was ist mit Blumenkohl? Blumenkohl gilt genau das Gleiche wieder. Also könnte schon gepflanzt sein, kann man jetzt noch pflanzen, kann man demnächst noch pflanzen. Im Hochsommer wird es wieder so ein bisschen kritisch mit der Hitze. Weil es gibt ja auch Winterblumenkohl. Und dann, genau, dann geht es zum Herbst hin wieder los, dann kann man, und dann gibt es halt ein paar Sorten, die kann man auch über den Winter stehen lassen. Was ist mit dem hier, das, was hier vor uns steht, Wirsing? Ja, es gibt den Mai-Wirsing, also der hätte schon längst gepflanzt sein müssen, dass er jetzt irgendwann im Mai, Anfang Juni fertig ist. Man kann aber auch jetzt den Wirsing pflanzen für eine Ernte im Spätsommer oder Herbst. Brokkoli, ganz wichtig. Brokkoli. Brokkoli ist auch so eine schöne Sache, die man auch in vielen Sätzen immer wieder machen kann. Also hätte man schon machen können, kann man jetzt pflanzen, kann man jetzt aussäen, kann man auch in 4 Wochen oder in 8 Wochen nochmal aussäen. Funktioniert. Sehr ähnlich dem Blumenkohl und Brokkoli, der Romanesco. Genau, Romanesco kann man eigentlich wie den Blumenkohl einordnen. Das ist, ja, ich sage einfach mal eine Spielart davon. Mhm. Kohlrabis. Kohlrabis, wieder so eine tolle Sache, kann man ganz viele Sätze machen. Kohlrabi geht ja auch relativ schnell bis zur Ernte, ich weiß es gar nicht, 6-8 Wochen. Also im Prinzip kann man einmal im Monat immer wieder neu aussäen. Auch wieder im Sommer, wenn es so heiß ist, kann es passieren, dass er durchjagt. Aber einfach probieren. Palmkohl. Ja, jetzt kommen wir in die Winterkohle rein. Jein. Das ist für mich so was Halbes. Weil Palmkohl und Grünkohl kann man auch, der schmeckt auch im Sommer. Weil früher hat man gesagt, es muss drauf frieren, damit Zucker abgebaut wird oder so, Stärke in Zucker. Genau, es wird Zucker aufgebaut als Frostschutz. Und es muss gar nicht frieren, es muss nur einfach mal eine Zeit lang kalt sein. Dann würde der besser schmecken. Aber heute in der etwas moderneren Küche und mit anderen Sorten ist das gar nicht mehr so schlimm. Also ich mag auch ein Kohlblatt, was noch nach Kohl schmeckt. Und wenn ihr einfach mal im Sommer, die Bohnen sind da, ihr habt einen Grünkohl oder Palmkohl, nehmt euch ein paar Blätter davon, wenn die Pflanzen schon da sind. Ohne weiteres schmeckt machen. Super. Das ist ein typisch italienischer Bohnen, nicht Minestrone, so ein Eintopfgericht. Gut, aber klassischerweise sind es ja nun mal Herbst- und Winterkohle. Und deshalb werden die auch nicht ganz so früh ausgesät, aber auch nicht auf die Idee kommen. Also bei uns kommen manchmal Leute im November, Anfang November und wollen Grünkohlpflänzchen haben. Nein, er muss schon irgendwann im Juni oder plus minus gepflanzt werden. Das heißt, jetzt aussäen? Jetzt aussäen, damit man dann im Juni ungefähr pflanzen kann, damit er dann bis zum Herbst auch schön groß geworden ist, weil im Herbst wächst ja nicht mehr so viel. Ganz langsam geht es noch weiter, aber ja, es muss quasi vorher im Sommer wachsen, damit man dann im Herbst und im Winter ernten kann. Und ich glaube, dasselbe gilt für Rosenkohl. Auch Rosenkohl, den müsste man so langsam mal aussäen. Genau, jetzt ist eigentlich die gute Zeit zum Aussäen, damit man dann in ein paar Wochen pflanzen kann. Wenn du jetzt ein Düngeschema für all diese genannten Kohlarten, würde ich sagen, sind alles Starkzehrer, Kohlrabi so ein bisschen weniger. Ja, aber generell, sie brauchen ganz gutes Futter und wichtig ist auch gleichmäßig zu düngen. Also wenn man jetzt erstmal auspflanzt und es bildet sich der Kopf und dann sagt man, oh, jetzt wächst es los und mal ordentlich Dünger drauf, dann platzt die ganze Geschichte. Gleiche gilt für die Bewässerung. Möglichst gleichmäßig, dass er nicht mal stark wächst und wieder langsam wächst. Das gibt Platzer. Seht ihr, das meinte ich eben mit wichtigen Infos, die mal in so einem Nebensatz kommen. Deshalb die Videos auch am besten immer ganz gucken, weil da kommt schon sehr viel Interessantes mal raus. Ja, Kohl. Und was auch wichtig zum Kohl, man kann zwar sagen, oder einige versuchen es mit Mischkulturen, den Kohlweißling fernzuhalten. Ja, funktioniert ein bisschen, aber es ist keine Garantie und es funktioniert ganz ehrlich auch nicht wirklich gut, meiner Erfahrung nach. Wenn man wirklich was gegen den Kohlweißling machen will, macht ein Gemüseschutznetz drüber und auch die gibt es bei mir im Shop in sehr, sehr guter Qualität. Aubergine, klassischerweise im Gewächshaus. Man kann sie auch rauspflanzen, aber bei niedrigen Temperaturen dauert das Ganze ein bisschen länger. Deshalb würde ich da eigentlich dann so Sorten empfehlen, die relativ schnell im Zyklus sind, dass man also nicht erst im September dann die erste ernten kann, sondern also wie die Barbentane, die relativ schnell sind, nicht ganz so große Früchte machen, aber wo es nicht ganz so lange dauert und man draußen auch was davon hat. Wobei ich sagen muss, in den letzten 2 Sommern hat das mit den Auberginen auch ganz gut im Freiland geklappt und auch mit den größer fruchtigen Sachen. Das waren aber auch ja ganz tolle Sommer. Ne? Schauen wir mal, wie es dieses Jahr wird. Also auch vor Mitte Mai auf keinen Fall raussetzen. Ins
Gewächshaus, einen Folientunnel, da kann man sich das so langsam schon mal überlegen. Und vom Düngeschema her, so wie... Ja, also braucht ein bisschen was, aber man muss jetzt auch nicht übertreiben damit. Also jetzt nicht wie eine Tomate? Es kommt ja, das, also man erntet ja viel weniger letztendlich als bei einer Tomate. Und deshalb ist gut, haben auch große Blätter, müssen alles schon versorgt werden, aber ist jetzt nicht ganz so, ja, so intensiv wie bei einer Tomate. So, und wo wir gerade von Tomaten sprechen. Und jetzt keine Angst, so müssen eure Tomaten noch nicht aussehen. So, guck mal, die könntest du mal ausgeizen sogar. Na, lass mal noch. Also Marcel hat auch noch Tomatenpflänzchen, die sind noch so klein. Wir haben welche, ja, die sind so noch nicht mal pikiert, was aber mehr daran liegt, dass wir es nicht geschafft haben. Aber es wird trotzdem noch was, oder? Es wird noch was, die werden wir auch noch alle machen. Mhm. Und das würde Marcel nicht machen, wenn nicht am Ende ein Ertrag dabei rumkommen würde. So, Tomaten auf keinen Fall jetzt schon ins Freiland. Die würden euch das sehr, sehr übel nehmen. Tunnel ist schon was anderes. Ja, Tunnel hält ja auch ein bisschen was ab. Wobei man immer unterscheiden muss zwischen Folie und Glas. Ne? Also, okay, Glas wäre jetzt kein Tunnel. Die Folie bewirkt tagsüber, dass die Luft halt festgehalten, gestaut wird, sich erwärmen kann und es ist schön warm drin. Mhm. Aber nachts lässt normalerweise, also eine klassische Standardfolie, lässt die Wärmestrahlen durch. Also die Wärme geht auch wieder raus. Und dadurch kühlt es also im Folientunnel nachts auch ganz gut ab. Es bringt ein bisschen Schutz, aber nicht so wie zum Beispiel Glas, was ja eigentlich die Wärmestrahlen dann wieder reflektiert nach innen. So, und mehr sagen wir zu den Tomaten gar nicht, weil es auf diesem Kanal diverse Tomatenvideos schon gibt. Auch ein Video, so düngt man Tomaten richtig. Schaut da einfach mal rein, das ist wesentlich ausführlicher. Da gibt es dann noch mehr Informationen, werden dieses Jahr aber noch neue Tomatenvideos kommen. So, jetzt greife ich mal nach hier, und zwar zu dem Basilikum. Das hier ist ein Strauchbasilikum, ein bisschen robuster als dieser helle Genovesa-Basilikum. Ja, wesentlich robuster. Na gut, aber rausstellen würde ich noch nicht. Das ist eine andere Geschichte. Ja. Vor Mitte Mai nicht machen, oder? Genau, also Basilikum generell ist eine sehr wärmeliebende Geschichte. Strauchbasilikum kann ein bisschen kühlere Temperaturen ab. Geht auch nicht so schnell ein. Also wenn man das jetzt dann wirklich Mitte Mai auspflanzt, hat man Chance auf so einen Busch nachher im Sommer zu haben. Kriegt wahnsinnig viele Blüten, kann man mitverwerten. Also viele sagen dann, ja, die Blüte kann man nicht mehr nehmen. Nein, die Blüten sind, also wir haben Kunden, die sagen, die benutzen nur die Blüten. Mhm. Und die Blüten ist also ein wahnsinniger Magnet für Bienen, für ja, alle nektarliebenden Insekten, für Schmetterlinge. Also wenn man da so einen richtig blühenden Busch hat, der hängt nachher voll. Kann man auch wunderbar in großen Topf reinpflanzen auf dem Balkon und dann hat man, wie er sagte, genau, eine riesige, sehr schön blühende Pflanze, die auch eine gewisse Ästhetik hat, müssen nicht immer nur Geranien sein. Das hier, das ist Schnittlauch. In dem Fall auch in so kleine Tuffs reingepflanzt hier und dann in die Presstöpfe rein. Haben wir auch schon ein Video über Schnittlauch, aber sag mal eben was über Schnittlauch. Kann der jetzt schon in der Größe ins Freiland? In der Größe kann er jetzt raus, ist kein Problem. Schnittlauch ist halt auch so eine Pflanze, die jetzt nicht nur zweijährig ist wie die Petersilie, sondern mehrjährig, aber auch erst eigentlich ab dem zweiten Jahr blüht. Mhm. Das heißt also, normalerweise im Frühjahr kommen dann schön die neuen Triebe raus, man kann wunderbar abschneiden und dann ab Sommer irgendwann hat man ständig die Blüten dazwischen. Kann man genauso mitverwerten, nur die Stiele werden nachher etwas hart, dann ist da ein bisschen Arbeit mit dem Ausfummeln. Für uns im Verkauf ganz ungünstig, also wird da nicht gerne genommen. Deshalb, wenn man jetzt neuen Schnittlauch pflanzt, hat man dieses Jahr eigentlich keine Blüten. Und ja. Hier habe ich eine schon sehr schöne Paprikapflanze. Auch die müssen noch nicht so groß sein. Für die gilt dasselbe wie für Auberginen oder Tomaten. Bitte noch nicht ins Freiland setzen. Hier im Tunnel, das ist was anderes. Da kann man das schon mal sich trauen, auch wenn die Temperaturen vielleicht mal unter 5 Grad gehen. Liest häufig unter 5 Grad, dann gehen die ein. Aber ich würde sagen, dann stockt erstmal das Wachstum. Kaputt sind die dann nicht. Also Paprika, so schnell gehen sie nicht ein, aber es wächst dann einfach nichts mehr. Auch von den Paprikas haben wir ja schon diverse Videos von, aber sag mal eben, wie ist das da mit der Düngung? Die brauchen auch relativ viel, oder? Die brauchen auch relativ viel, auch wieder nicht ganz so wie Tomaten, aber gute Versorgung. Also die hier
Paprika, Aubergine ungefähr gleich. Paprika, der Ertrag ein bisschen höher ist, also kann man ruhig auch ein bisschen mehr geben. Wir haben ja eben eine Liste gemacht mit den Sachen, die Marcel jetzt in diesem Monat machen wird. Und eine Sache steht noch drauf, ganz unten, und das ist der Mais. Schon vorgesät? Wir haben vorgesät, also einmal den Zuckermais, um möglichst frühe Sätze zu haben. Mhm. Zuckermais braucht ja nicht ganz so lange, also kann man auch bis Juni rein immer wieder in Sätzen draußen machen, kein Problem. Wir haben aber vor allem vorgesät den Popcornmais und wir haben für den Riesengemüsegarten den Inka-Mais vorgesät. Okay. Der braucht wirklich sehr, sehr lange, bis er fertig ist. Ich kann mir auch vorstellen, wenn die Pflanze nachher 4 Meter, 4,5 Meter hoch ist, hoffentlich, hatten wir schon, aber hoffentlich klappt es auch dieses Jahr, die braucht einfach wesentlich länger. Ich glaube, dann wären wir damit durch und ich sehe, du hast echt eine ganze Menge noch zu tun hier. Verdammt viel, ja. Ja. Was schätzt du, wie lange brauchst du, bis du alles fertig hast? 3 Jahre. Hast ja Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die dir dabei helfen. Gut. Ja, und in diesem Sinne, hat euch dieses Video gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, empfehlt diesen Kanal gerne weiter, besucht Marcels oder auch mein Instagram-Profil und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.